is Wake News Radio with Detlev on UWS Community Radio and the International Community Radio Network. Wieder hier dadurch, dass eben so viele Missstände jeden Tag auch aufkreuzen, dass man irgendwas unternehmen muss. Und man kann jetzt nicht einfach immer nur sagen, ja, das ist schlecht und jenes ist schlecht. Wir müssen auch aktiv was tun. Das ist keine Frage. Das versuche ich auch sowieso immer irgendwie in meinen Aktivitäten. Aber mir ist dann eben diese Einfall gekommen, nicht nur im Bereich eben des Geldwesens tätig zu sein. Da bin ich ja jetzt mit meiner Schuldnervereinigung schon seit einiger Zeit am Gange und mache auch selber Prozesse hier und komme noch nicht mal mehr hinterher, das alles so auf DVD zu pressen. Da bin ich also noch im Obligo gegenüber dem einen oder anderen, wo ich was zusenden muss. Ich denke, es muss auch noch einen Schritt weitergehen. Und deswegen habe ich heute in einem in einem Geistesblitz sozusagen die Vereinigung gegen Ungerechtigkeiten gegründet. Ja, und was es damit auf sich hat, werde ich gleich nochmal erläutern. Denn ich glaube, es ist wichtig, dass wir vor allen Dingen eins tun. Nicht nur, dass jeder Einzelne versucht wird, angeregt zu werden, Bewusstsein zu erlangen, das heißt also überhaupt erstmal zu erkennen, in welcher Lage er sich befindet. Und das braucht immer irgendeinen Auslöser, ja. Das kann man auch niemanden so hier eintrichtern oder so, nicht? Oder im Gegenteil, sondern muss jeder selber drauf kommen. Aber durch Fragestellungen, durch Darstellung von irgendwelchen Zuständen oder durch Zeigen von Bildern oder was auch immer, kann man eben einiges auslösen bei Personen, bei Menschen. Mir ist es so gegangen, vielen anderen ist es so gegangen. Das geht also, ja. Und dann muss man eins tun, dass alle die, die bewusst geworden sind oder die, die ein Hilfsbedürfnis haben, das hilft ja auch manchmal dazu, dass man in einen Erkenntnisprozess hineinkommt, also sein Bewusstsein dadurch vielleicht erlangt, dass man merkt, hoppla, also mir geht's jetzt so schlecht, das kann doch nicht sein. Irgendwas ist faul im Lande, ja. Dass man dann eben vielleicht auf diese Sachen kommt und die müssen aber auch irgendwo aufgefangen werden, diese Menschen, ja. Diese Mitmenschen. Und da braucht es irgendwie ein Instrument dafür, eine Plattform, wenn man so will. Ja. Und ich hatte mich heute mit jemandem unterhalten, der sich vor allen Dingen auch spezifisch mit Dingen aus der BRD beschäftigt, nämlich mit Hartz IV und den Fällen, die damit zusammenhängen. Vor allen Dingen oder kämpft er auch darum, dass eben Rechtsmissbrauch und Gängeleien und Beschneidung der Existenz, dass die geahndet werden und ist da auch sehr aktiv in Bezug auf Rechtsfragen und auf wie Prozesse und was weiß ich. Und also sehr praktisch orientiert ist auch in diesen Fragen. Und den habe ich also eingeladen, bei mir nächsten Sendung am Donnerstag in der zweiten Stunde mal einzuschalten. Den nehme ich als Gast dazu. Der kann dann mal so ein bisschen was berichten aus seiner Praxis. Und alle, die das interessiert, sollten insbesondere dann bitte reinhören. Wir zeichnen natürlich mal alles auf und so, bla bla. Aber
live dabei sein ist auch immer noch wieder was anderes, als sich nur eine Aufzeichnung anzuhören. Zumal man ja auch immer dann während der Sendung noch Punkte reinbringen kann mit E-Mail oder hier auch manchmal im Blog noch auf den Chatroom posten oder sowas. Das geht, ne? Ja, also das wollte ich jetzt mal kurz einleitend sagen. Und damit ihr wisst, was ich meine, würde ich am liebsten jetzt mal schnell diese Sache vorlesen, die ich da geschrieben habe dazu. Und zwar habe ich jetzt nicht nur das auf mywakenews.wordpress.com, das ist mein Blog, veröffentlicht, sondern ich habe auch noch schnell eine eigene Seite gemacht für alle diese Fragen gegen Ungerechtigkeiten, damit man da auch einzelne Artikel diesbezüglich reinstellen kann, auch von anderen. Herzlich gerne sind also da auch Autoren, andere Autoren gefragt, die können mir das reinschicken, dann können wir das da auch veröffentlichen. Und der Blog heißt jetzt vugwakenews.wordpress.com. VUG als Abkürzung, ja, sonst wird das so ein Band, wo eine Vereinigung gegen Ungerechtigkeiten, wakenews.wordpress.com. So, und da habe ich also einen Artikel gepostet. Ich habe gesagt, liebe Freunde, Interessierte und Betroffene, aus gegebenem Anlass möchte ich eine wichtige Initiative lancieren, die Vereinigung gegen Ungerechtigkeiten. Eindeutig ist es so, dass die meisten Regierungen mit ihren Rechtsapparaten nicht für die Menschen arbeiten, von denen sie beauftragt und bezahlt wurden und werden, sondern für Lobbyinteressen, die letztlich wieder irgendwo zu den Schattenmächten führen, die uns alle seit geraumer Zeit versklaven bzw. völlig versklaven wollen. Auch große Firmen sind vermehrt dazu übergegangen, ihre Mitarbeiter nur mehr als Ressource anzusehen und nicht mehr als Menschen, was ebenso völlig absurd ist, da ja Firmen eigentlich die Aufgabe haben, ebenso wie Regierungen, den Menschen zu dienen und nicht andersherum. Ich nenne diese Gruppierung die DIMMs, die dominante irrsinnige Minorität, und die CRAPS, was aus dem Englischen kommt, Criminals Run All Politics, oder Kriminelle regieren alle Politiker. Und bei diesen Gruppierungen handelt es sich nur um eine ganz kleine Anzahl von Wesen, die man im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung der Welt nicht einmal prozentuieren kann. Ja, sind vielleicht so 4.000, 5.000 Leutchen. Und darüber habe ich auch schon mal bei mywakeness.wordpress.com einen Artikel geschrieben, Weltelite oder DIMMs, dominante irrsinnige Minorität. Da kann jeder nachlesen. So, und nun erreichen mich jeden Tag immer mehr und mehr Meldungen über Menschenrechtsverstöße, Ungerechtigkeiten, Fehlurteile, Manipulationen, Willkür und vieles mehr, sowie Hilfegesuche entsprechend Betroffener. Diese Ungerechtigkeiten müssen ein Ende haben, denn schließlich bieten uns die meisten Grundrechte, Grundgesetze, Verfassungen, das internationale Völkerrecht, die internationalen Menschenrechte sowie unser von Gott oder dem Schöpfer gegebenen Natur- und Lebensrecht ein menschenwürdiges Dasein ohne Tyrannei, Drangsalierung, Eugenik, Kriegstreiberei, Umweltzerstörung, Vergiftung von Luft, Wasser und Nahrungsmitteln, Genmanipulation, Hunger, Elend, Leid und Angst und vieles mehr durch andere Wesen hier auf unserer Erde. Daher rufe ich alle dazu auf, sich dieser beitragsfreien Vereinigung gegen Ungerechtigkeiten anzuschließen, denn gemeinsam sind wir unwiederbringlich stark und können uns und der Menschheit insgesamt wieder ein menschenwürdiges Leben erschaffen. Hierzu braucht es natürlich neben dem Zusammenschluss, neben der Solidarität, auch konkrete Maßnahmen gegen alle, die diese Ungerechtigkeiten erzeugen oder verfechten. Und diese Ungerechtigkeiten treffen in erster Linie natürlich diejenigen, die sich am Rande ihrer Existenz befinden und naturgegeben zunächst sofortiger Hilfe benötigen. In der BRD zum Beispiel sind das unter anderem Sozialhilfeempfänger, auch genannt Hartz IV nach diesem Verbrecher, Arbeitslose oder sonst wie in Schwierigkeiten befindliche Personen. Und das trifft natürlich in ähnlicher Form auch auf andere Staaten bzw. Nationen oder verwaltete Regionen, durch zum Beispiel Nichtregierungsorganisationen wie in der BRD zu. Dieser Aufruf richtet sich also nicht nur an Betroffene, Hilfsbedürftige, sondern auch an Organisationen, Initiativen oder Gruppierungen aus aller Welt, die sich hiermit einbringen wollen. Wir brauchen Menschen, die sich einbringen, die mitarbeiten wollen daran, dass wir diese Ungerechtigkeiten beginnen aufzudecken und zu beseitigen. Wir brauchen Unterstützung aus allen Bereichen, aus allen Berufszweigen, Menschen mit Fähigkeiten, mit Wissen, mit Engagement,
die in dieser Vereinigung eben Aufgaben übernehmen wollen, um ihren Mitmenschen zu helfen und eine große weltumspannende Solidarität aufzubauen. Und wer da weitere Ideen hat, wer mitmachen will, wer uns finanziell oder materiell unterstützen möchte, kann sich hier bei mir melden. Ich führe dann so ein Verzeichnis aller sich eintragenden Menschen, Organisationen, Initiativen und so weiter unter der E-Mail-Adresse vgu@wakenews.net. Und ich nehme dann via E-Mail zu allen sich eintragenden Kontakt auf. Auch werde ich regelmäßig über diese Vereinigung gegen Ungerechtigkeiten in meinen Sendungen berichten. Vielen Dank. Ich denke mal, das ist auch ein Weg, dass wir alle die Leute, die bereits jetzt schon Tolles tun und sich engagieren, und wir hatten auch schon im letzten Jahr das Thema mit Frank Ulrich mal aufgenommen von der Dresdner Sozialwacht, und eben, wie gesagt, werden wir das am Donnerstag hier besprechen mit einem Gast, den ich dann noch extra ankündige, der uns auch von seiner Arbeit erzählt, seiner täglichen Arbeit, seiner persönlichen Erfahrung, und das muss mehr und mehr werden, denn unsere wichtigste Aufgabe ist, dass wir unsere Bewusstsein mit allen anderen teilen und unsere Aufgaben, die wir haben, nämlich dafür zu sorgen, dass es allen gut und gut geht und dass Liebe wieder eine Rolle spielt und nicht nur Hass und Krieg und Zerstörung und was weiß ich. Dafür müssen wir eben auch ein Beispiel bilden, und das können wir eben tun. Und dann arbeiten wir auch in die richtige Richtung, nicht? Universal in der richtigen Richtung, sicherlich schöpfungsgerecht, dass wir unseren Mitmenschen helfen, dass wir dazu beitragen, dass insgesamt das Leben besser und schöner wird. Das ist auch ein gutes Vorbild für alle, die mithelfen wollen, und natürlich auch für die nächste nachrückende Generation, nicht? Die dann sagt, aha, so läuft das, so könnte das auch laufen. Die kriegen ja sonst komplett falsches Weltbild, wenn die hier so aufwachsen, hier mit Krieg spielen und rauf und runter töten ist normal, und jetzt hier Obama, der kann sie überall auf der ganzen Welt abknallen, das hat ihm sein Obergeneralstaatsanwalt da, was weiß ich, erlaubt und hat gesagt, ja, ist kein Thema, kannst deine eigenen Leute überall umbringen, ohne Gerichtsverhandlung, alles super. Nicht? Merkel war jetzt hier gerade wieder in Afghanistan auf Schnellschuss. Da hatte ja gerade eben ein US-Amerikaner mal rucki-zucki da über Nacht, selber Familienvater, also selber Kinder, Familie, ne, hat da mal ganz, angeblich soll er das alleine gemacht haben. Das weiß ich natürlich nicht, ja, ob das so stimmt, ob da nicht noch mehr dahinter hängt. Aber wenn es denn so stimmen sollte, hat er jetzt gerade mal eben so ein paar Kinder im Schlaf einfach umgerattert mit seinem Maschinengewehr oder was auch immer. Einfach gekillt. Und das kann es irgendwie nicht sein. Nicht? Das hat, glaube ich, mit Liebe nicht viel zu tun, oder? Und das spielt keine Rolle, welchen Glauben du hast, welche Hautfarbe du hast. Wir sind alle Menschen und wir gehören alle zusammen. Wir sind alle Teil der Schöpfung. Es gibt kein Wesen, was hier nicht Teil der Schöpfung ist. Wake News Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net.